Die Grundschule in Weißenbrunn feierte 25. Jubiläum. Besucher konnten sich am Tag der offenen Tür einen Eindruck von Schule und Lehrern machen. Herzlich willkommen hier in der Grundschule in Weißenbrunn. In diesen Tagen feiern wir das 25-jährige Jubiläum unserer Grundschule. Wir haben in dieser Zeit, in dieser Woche, in den vergangenen Tagen viele tolle Erlebnisse und Vorhaben geplant und natürlich diese Vorhaben mussten auch organisiert und vorbereitet werden. Und nun lade ich Sie zu unserem Tag der offenen Tür herzlich ein. Gehen wir gemeinsam hinein und schauen wir in die verschiedenen Räume, was wir dort aufgebaut und vorbereitet haben. Im Erdgeschoss konnte man sich vor einem nostalgischen Hintergrund fotografieren lassen und die Bilder gleich mitnehmen. In verschiedenen Räumen konnte man Arbeiten von Schülern bestaunen. Sowie Bastelangebote, zum Beispiel mit Ton, mal selbst ausprobieren. Das Kinderschminken erfreute sich wieder großer Beliebtheit. Einen kleinen Einblick, wer hier mal in der Grundschule gewesen war, zeigte das Zimmer Einschulung seit 1992, wo viele Fotos und Mappen der Grundschulzeit zu bestaunen waren. Im Zimmer Unterrichtsmaterialien wurde gezeigt, wie die heutigen Grundschüler spielerisch an die verschiedenen Unterrichtsthemen herangeführt werden. Bei Kaffee und Kuchen konnte man den Nachmittag ausklingen lassen.